Ja, dieses Multidock. Darunter verstecken sich verschiedenste Ansichten wie Mischpult, Pianorolle, Partitur, Eventliste und viele, viele weitere. Die sind hier unten angedockt, standardmäßig. Und aufmachen kann man das jeweilige Fenster mit einem Linksklick. Doppelklick zum Halbieren und Doppelpfeil zum Minimieren. Tja, drecksumständlich, aber es gibt eine einfache Lösung. Gewöhnt euch das Tastenkürzel D wie Dora an. Damit geht es nämlich viel einfacher. Hier seht ihr D einblenden, D ausblenden. Wer jetzt aber unbedingt nur mit der Maus arbeiten möchte, für den habe ich so ein kleines Workaround. Da macht jetzt hier so oft einen Doppelklick drauf, bis ihr die geteilte Ansicht habt. Und jetzt geht ihr mit der Maus auf diese Trennlinie, sodass sich euer Mauszeiger in diesen Doppelpfeil umwandelt. Und jetzt zieht ihr per Drag and Drop diese Linie runter bis zu dieser Linie her und nicht weiter. Und lasst die Maustaste los, also so einen Arschspalt breit Luft lassen. Dadurch verliert ihr zwar etwas Platz für den Spurbereich, dafür könnt ihr jetzt mit Doppelklick ein- und ausblenden. So einfach ist es. Ja. Genau wie das hier oder das hier.